In diesem Rezept möchte ich euch gerne ein Fingerfood-Rezept zeigen oder eher ein Party-Rezept. Wie wäre es also mit einer Hotdog-Pfanne vom Grill? Was ihr dazu braucht und wie das Ganze funktioniert, das seht ihr jetzt. Das sind die Zutaten, die wir brauchen für das Rezept. Wir brauchen zwei Zwiebeln, 150 Gramm Dosenmais, einen Rub, habe ich jetzt hier den Royal Flush Rub von Udenheim. Dann brauchen wir 500 Milliliter passierte Tomaten, zwei Dosen von Knack und Back, in dem Fall Hörnchen, Cocktail-Wiener Würstchen, ein Kilo Rindergehacktes und eine Knoblauchzehe. Und dann geht es erstmal weiter an der Pfanne. Wir beginnen jetzt erstmal die Zwiebeln und so braten, dazu ein bisschen Olivenöl in die Pfanne mit reinmachen. Ich habe jetzt hier die gusseiserne Pfanne reingemacht, die hat halt richtig viel Hitze. Ich brate die jetzt erstmal glasig an und dann kommt es gleich zur nächsten Zutat. Als nächstes kommt der Knoblauch mit rein und den brate ich jetzt auch erstmal mit an. Das ist jetzt richtig schön angebraten und als nächstes kommt dann das Gehacktes mit rein. Das brate ich jetzt erstmal kross mit an und dann hole ich euch erstmal wieder zu. Während das Gehacktes da jetzt noch ordentlich am Anbraten ist, kümmern wir uns um die Würstchen. Und zwar sind die Würstchen an sich halt schon klein, aber die müssen wir dennoch einmal halbieren. Dazu, wie gesagt, einmal mit einem scharfen Messer in der Mitte einmal durchschneiden. Das mache ich jetzt mit den restlichen Würstchen und dann geht's gleich weiter. Kommen wir dann jetzt erstmal zu dem Knack- und Backteig. Der muss natürlich hier aus der Verpackung raus. Dazu, hier, wie gesagt, an der Seite ausziehen, ein bisschen aufdrehen. Ja, und dann kümmern wir uns, wie gesagt, um den Teig. Sofern ihr den Teig dann aus der Verpackung rausgeholt habt, seht ihr dann auch schon, sind so Perforierungen. Da einfach nur mit dem Messer ganz vorsichtig entlang und schon hättet ihr rein theoretisch die perfekten Croissants. Aber wir brauchen ja keine Croissants, sondern wir brauchen im Prinzip nur ein bisschen Teig für die Würstchen. Dazu nehmt ihr dann das breitere Teil hinten, nehmt das mittig und schneidet dann in Richtung Spitze nach vorne. Warum? Zeige ich euch nämlich jetzt. Legt euch das breitere Teil nach vorne, nehmt ein halbes Würstchen, lasst das ein bisschen oben drüber gucken und rollt das dann so ein, bis nach ganz vorne. Und schon habt ihr die Würstchen fertig, dass die dann so nachher in den Petromax-Deckel halt einfach reingestellt werden. Aber dazu gleich mehr. Ja, ihr seht schon, dass der Petromax FT9-Deckel dafür prädestiniert ist. Ich habe jetzt hier im Kreis alle Würstchen schon mal reingestellt. Das zeige ich euch kurz. Und zwar, ihr habt ja hier eine Lücke. Da stellt ihr eine Wurst mit rein. Der Vorteil ist, dass unten genug Teig drauf ist, dass ihr die Wurst einfach mit hinstellen könnt und die bleibt dann freiwillig stehen. Und das wandert jetzt erstmal so in den Monolith. Der Monolith ist jetzt vorgeheizt auf 180, 200 Grad und da wird das Ganze für die nächsten, ich sage jetzt mal 15 bis 20 Minuten vorgebacken. Ist jetzt ordentlich angebraten und da gebe ich jetzt einfach den Mais mit hinzu. Lass den auch noch ein bisschen mit anbraten, bevor es zur nächsten Zutat kommt. Was ich jetzt als nächstes mache, und zwar ist jetzt von den Royal Flush ordentlich eine Menge reingeben. Der Royal Flush gefällt mir insofern, weil der eine richtig schöne Grundschärfe hat und das passt natürlich zu den Würstchen mit dem Teig nachher sehr gut. Und ich lasse das Ganze jetzt noch anbraten, bevor es zur nächsten Zutat kommt. Als nächstes, was wir dann reinmachen, ist die passierte Tomate. Die kommt da mit rein. Lasst das Ganze noch ordentlich mit aufkochen. Ja, und dann gucken wir mal, was die Würstchen machen. Die Viertelstunde ist rum. Wir schauen jetzt mal nach. Perfekt. Ich nehme sie jetzt runter, denn es fehlt jetzt noch eine wichtige Zutat. Die wichtigste Zutat ist natürlich das Gehacktes, was wir vorhin angebraten haben in der Pfanne. Das kommt natürlich jetzt hier in die Mitte rein. Und zwar drücke ich das richtig hier ordentlich rein, damit wir hier gleich einen ordentlichen Haufen haben. Ja, dann gebe ich noch ein bisschen Käse zu und dann sehen wir uns gleich am Monolith wieder. Ist jetzt soweit alles vorbereitet und jetzt kommt das Ganze nochmal für weitere 10 Minuten bei gleicher Temperatur in den Mono. So, die Zeit ist jetzt rum, wir schauen mal nach. Perfekt, sehen die nicht klasse aus? Ich nehme sie jetzt runter, mache noch ein Tellerbild und dann sind sie fertig. Das war sie, die Hotdog-Pfanne vom Grill und ich finde, es ist ein gelungenes Partyrezept. Es geht super schnell, ihr braucht wenig Zutaten und schmeckt hervorragend. Wie immer. Wenn euch das Video gefallen hat oder das Rezept gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr genau unter diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte schaut einfach auf tobias.grill.de nach.